Frenzies! Guess, wer eine neue Kamera hat? Oh mein Gott! Hä, da ist doch ein Weichzeichner drauf. Mein Gesicht kann nicht so elfengleich sein. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Sony ZV-1 geholt. Ich hatte ja davor auch eine relativ gute, das war die Canon G7 bla Mark III, glaube ich. Ja, die fand ich auch relativ gut, aber da fand ich immer das Mikro nicht so super. Ich hatte dann ein externes Mikro, dann ging das. Aber das war dann immer schon so ein großer Aufbau und es war irgendwie nicht so handlich. Und deswegen wollte ich die Sony ZV-1 mir vorab mal anschauen, geliehen, weil ich die eventuell auch kaufen wollte. Ich wollte nämlich, das ist mir ein bisschen peinlich, ich wollte kurze Zeit die Kamera zurückschicken, weil ich dachte, dass da was fehlt. Ich hatte nämlich bei der Canon, hatte ich immer noch so ein Akkuladegerät quasi dabei, wo man quasi den Akku dann extern geladen hat. Und das hat jetzt hier aber nur so ein USB-Ding, also einfach so ein schwarzes Teil. Und dann war ich verwirrt und dachte, hä, vielleicht brauche ich dieses Akkuladegerät unbedingt und war dann so richtig gelost. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal mit meinem Papa Rücksprache gehalten und er meinte, dass man es nicht braucht. Man kann es einfach so laden und dem war dann auch so. Das war natürlich toll. Ich räume jetzt gerade hier ein bisschen auf, weil sonst kann ich mich nicht mal hier auf mein Bett legen. Eigentlich war heute ein bisschen mehr geplant, sag ich mal. Ich wollte heute eigentlich in die Bib gehen, in Sport. Hat alles nicht geklappt. Warum? Weil ich nicht wollte. So, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Das sieht schon viel, viel besser aus. All clean, außer hier. This is crazy. Die kommen aber alle morgen weg. Also das ist das kleine Grover, dann Massimo Dutti und dann das große Naked. Und das werde ich alles nicht behalten. Which is great. Ich finde, die Kamera sieht richtig cool aus. Ich fühle mich gerade viel professioneller. Genau, auf jeden Fall gehe ich jetzt ins Bad. Ich mache mich jetzt halt Bett fertig. Ich habe heute, ich war gestern, war ich literally um, ich glaube um 9 oder halb 10 im Bett. Das war krass. Krach, krach, krach. Mein Schneideprogramm Premiere Pro hat mich wirklich kurz an den Rand der Verzweiflung gebracht. Nur ganz kurz. Ich glaube, es lag auch an mir. Ich bin so reflektiert. Just Content Creator Things. Leute, richtig. Man merkt, dass ich heute nicht so viel unter Menschen war und deswegen bin ich so richtig drüber gerade. Good morning! So, Bett ist gemacht. Die Rosen sehen gar nicht mehr so frisch aus, wobei so sieht es schön aus. Übrigens, mein Video angefangen zu schneiden. Mal wieder. Und diesmal wird es, glaube ich, auch gut. Diesmal wird es fertig und diesmal stört mich auch Premiere Pro nicht dabei. So, das ist jetzt mein Outfit. Oberteil und Top Washed Apart. Die Radlerhose ist von Zalando. Yes. So, Frenzies, ich bin jetzt gerade hier am Arbeiten. Ich bin nicht so richtig produktiv, was aber daran liegt, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie ich in diese Klausur einsteigen soll. Ich finde den Rechtsbehelf nicht. Ich weiß nicht, was eine Pfändung ist. Ich bin im ZPO so blank, also blanker Gefühl. Ich habe die Vorlesung nie gehört und so weiter. Ja. Das ist übrigens mein Outfit. Ich habe meinen Abi-Pulli an und so eine Überhose. Ich sitze hier schon so circa 1,5 Stunden. Keine Ahnung. Ich versuche mir jetzt halt nochmal die Fragen aufzuschreiben und bespreche das dann nochmal mit den Mädels. Am Dienstag oder Montag, je nachdem. Aber ich habe schon ein bisschen was gemacht. Also ich habe, I show you a moment. Das ist meine Gliederung. Genauso verstehe ich auch den Fall, nämlich gar nicht. Das ist Teil 2. Teil 2 ist eigentlich easy, aber es geht gerade um Teil 1. Hier mein Sachverhalt. Schön bunt alles, tipptopp. Und ja, geschrieben habe ich bisher noch nichts. Mittlerweile setze ich mich jeden Samstag hin. Aber es ist halt so nervig, wenn man überhaupt keinen Aufhänger hat und nichts checkt. Ich schwanke bei Jura tatsächlich jetzt aktuell so in Extremen zwischen ich kann gar nichts, zwischen hey, alles in Ordnung, ich hab's im Griff und irgendwie so komplette Überforderung, wo ich dann nicht mal mehr dran sitze, sondern einfach mir nur noch denke, warum tue ich das? Warum tue ich das? Ja, kleine Motivation am Samstag.
Und ganz kurz, was ist mit meinem Kaffee los? Ich glaube, man sieht das gar nicht so. So Satz drinnen. Alright, ich habe jetzt mal nochmal die Fragen hier aufgeschrieben. Eigentlich würde es so relativ viel Sinn in meinem Kopf machen, aber ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Weil irgendwie sieht es für mich nicht richtig aus wie eine 5-Stunden-Klausur. Ja, und ich kann euch nochmal hier zeigen, das ist quasi der Bearbeitungsvermerk, also Aussicht auf Erfolg. Das heißt, wir müssen Zulässigkeit und Begründetheit von einem Rechtsbehelf prüfen, was ich schon mal nicht kann. Und ja, Zwangsvollstreckungsvoraussetzung anscheinend nicht. Bei mir scheint das halt schon am Zulässigen. Und irgendwie ist es mir hier auch ein bisschen zu... Also es ist mir zu dünn, wisst ihr, was ich meine? Also was sehr, sehr geil ist, diese beiden in Kombi können nur gut sein. Und zwar Tartuffo-Aufstrich oder Pesto-Dingens mit Käse. Burrata und das mache ich auf dem Brot. Oh nein, ich glaube, das schimmelt. Scheiße, ich glaube, man kann es eh nicht mehr... Was at this moment that she knew she fucked up. Franzis, happy Monday. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr bei euch gemeldet. I'm totally sorry. Es war heute ein relativ stressiger Tag bisher. Ich hatte Rap, hatte gerade jetzt noch einen Call, ein Kickoff-Call für ein Projekt, das ich euch irgendwann mal sicher erzählen werde. Zum aktuellen Zeitpunkt macht es aber noch keinen Sinn. Das ist ein richtig klassischer Influencer-Satz. So, ich habe ein Projekt, aber I can't tell you. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich auch gestern Abend nicht mehr so richtig gemeldet. Ich habe jetzt Zimtschnecken gebacken, habt ihr gesehen. Und dann war ich noch ein bisschen mit meinen Eltern spazieren. Das war eigentlich basically mein ganzer Tag. Und deswegen, ja, ich habe alle wichtigen To-Dos ehrlich gesagt aufgeschoben. Which is fucking great. Diese Pakete da hinten sind immer noch da. Es sind sogar mehr dazugekommen. Oh, ich bin gerade so gestresst, wirklich. Also, heute klappt nicht so, wie ich es will. Diese Pakete machen mich wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, ich bin eine Poststation. Es triggert mich alles. Dann muss ich super viel nachbereiten. Ich habe heute im Rap richtig einen Durchhänger gehabt. Habe mich überhaupt nicht konzentrieren können. Ich bin nur genervt. Wirklich, ich bin gerade so genervt. Kennt ihr diesen sehr, sehr, sehr schlechten Film Zu gut zum Vögeln? Da geht es um ein Mädchen oder eine Frau, die gerade eine Trennung durchmacht. Und ihr wird geraten, dass sie putzen soll in der WG, in die sie einzieht, weil ja, die WG einfach unordentlich ist und das ist eigentlich nur so ein Joke. Aber ich bin tatsächlich so jemand, ich putze, wenn ich irgendwelche mentalen Probleme habe bzw. Stress habe. Und deswegen putze ich. Weil tidy room, tidy mind. Okay, eigentlich habe ich gerade diese Box nur geöffnet. Das ist nämlich eine Kooperation. Aber ich freue mich gerade voll. Hä? Oh mein Gott. Also eigentlich ist es eine TikTok-Kooperation. Deswegen muss ich das jetzt quasi nicht zeigen unbedingt. Aber ich finde es gerade so geil. Deswegen Studybox. Große, große Empfehlung. So geil. Okay, das hat gerade meinen Tag, weil mein Tag war gerade so ein bisschen low. Das hat meinen Tag gerade 90.000% besser gemacht. Es ist jetzt gerade kurz vor 12. Look at my cute Frisur. Das ist ein Attempt, dass ich wieder Locken bekomme. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Situation gerade Kamera rausnehmen. Aber ich dachte, dass es vielleicht eigentlich mal ganz gut ist, dass man das auch mal so sieht. Ich habe ja heute nachmittags nicht gelernt und ich hänge mit öffentlichem Recht aktuell wieder ein bisschen hinterher, weil
was montags gerade oft so ist und ich dann Dienstag versuche, Zivilrecht nachzubereiten und Mittwoch dann schon Mitte der Woche ist und so weiter und so weiter und irgendwie renne ich so meinen eigenen Aufgaben ein bisschen hinterher. Ja, ich hatte gerade eine Panikattacke. Ich habe gerade mir noch eine heiße Milch mit Honig gemacht, because I can't sleep. Und war gerade kurz ein bisschen emotional. Friendsies, ich bin ready. Das ist die Outfit. Ich habe einfach so eine Bluse an und Jeans. Ja, und jetzt habe ich gerade mein Bett gemacht und werde da jetzt ein bisschen drehen. Bin ein bisschen late, das ist mein Outfit. Jetzt geht's Nägel machen. Friendsies, I am back. Ich zeige euch kurz meine Nägel. You see that? Mega schön. Ich wollte eigentlich ein bisschen das French ein bisschen dünner, aber ich finde es jetzt auch so sehr schön. Und jetzt halt packe ich gerade kurz meine Bibbag zusammen. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Ja, das ist, was du mir geschickt hast, gell? Ja, weißt du schon? Einen wunderschönen guten Morgen, Franzis. So, ich stehe jetzt auf meiner Kaffeetasse. Ist besser. Heute ist Mittwoch. Und jetzt um 27 Minuten. Ich habe schon Essen gemacht, meine Haare geföhnt. Und ich mache mich jetzt halt ready. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Es sieht schon wieder katastrophal aus. Ihr seht zumindest im Hintergrund, ich habe schon wieder 2 Pakete bekommen. Und eines muss ich immer noch wegbringen. Heute steht Rap an. Klausurenkurs. Bip. Und dann Italienisch. Ich war ja gestern im Gym dann noch mit der Naomi. Danach bin ich nach Hause gekommen. Und ich habe was sehr, sehr Cooles bekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich 2 Pakete bekomme. Das ist mein Outfit. Und die Schuhe wollte ich euch zeigen. Die sind neu. Lieben wir. Ich hatte so ähnliche bei Naked bestellt und die haben mir nicht gefallen. Beziehungsweise die waren ungefähr qualitativ gar nicht da. Genau. Und dann ist etwas angekommen. Oh mein Gott, ich muss es euch anders zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe ja in Österreich ein Dirndl anprobiert. Das habe ich dann nicht genommen, weil es mir ein bisschen zu teuer war. Und dann habe ich aber die ganze Zeit dran gedacht und auch als ich den Wiesenblock geschnitten habe, habe ich da ein Bild eingefügt oder ein Videoclip. Das ist das. Und ich finde, es ist so schön. So, so schön. Und ich bin so froh, dass ich es bekommen habe. Noch, weil das ja dann ungefähr richtig lange später war. Ich muss es nur ändern lassen. So, jetzt hole ich mir noch einen Schal und dann geht's los mit Rap. Heute war mal wieder so ein Tag, wir hatten heute Sachen rechts Rap. Wo soll ich anfangen? Es ist echt einfach. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nie an diesen Punkt kommen werde, wo es alles in meinem Kopf klar ist. Ich bearbeite immer nur Baustellen und es ist irgendwie einfach super frustrierend. Jura ist bei mir eine einzige Baustelle und ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Which is great, weil ich bin ja im Rap und ich sollte ja eigentlich bald Staatsexamen schreiben. Und gefühlt nur noch Gespräche zwischen mir und meinen Jura-Mädels. Ist immer so, das geht nicht, wir sehen uns dann nicht. September 23, wird nicht. Ist einfach nur Pain, wirklich. Es ist einfach nur Pain. Und wir sind jetzt eigentlich bald schon wieder mit Mobiliarsachen recht durch, was ich auch crazy finde. Ach, ist alles too much. Ich kann euch das gar nicht erklären, weil ich will auch nicht immer so maulen, weil ich mir gleichzeitig denke, okay, ist schon ein krasses Privileg, auch dass man studieren darf. Ich habe letztens nur so im Überflug von meinen E-Mails habe ich so gesehen, 100 Jahre Frauen, dass Frauen studieren dürfen oder dass Frauen überhaupt juristisch, ich weiß nicht, ob es von der juristischen Fakultät war, das ist schon krass, also 100 Jahre, das ist nix, das ist wirklich nichts.
Good morning. Heute ist Donnerstag. Ich wollte echt früh aufstehen. Turned out great. Es ist jetzt 7.08 Uhr. Mega. Naja. Gut, Wetter ist so semi. Ich mache jetzt mal was zum Frühstück. Dann journal ich ein bisschen und lese was. Dann starte ich in den Day. Also, ich mache jetzt halt Quark und so ein bisschen Joghurt. So, Friends, es ist jetzt halt 10:30. Bear with me, ich bin bald fertig. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Getränke rausgelegt. Hol mir noch ein bisschen Obst.